Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem dritten Tag im digitalen Frühling Powered by Colliers. Wir haben zwei super spannende Tage hinter uns gebracht und heute werden wir sehr viele interessante Köpfe begrüßen dürfen hier im Studio und dazu geschaltet zu den Themen Hotel, ESG-Initiativen und Outlook 2030. Wir starten mit dem Hotel und wir werden sicherlich damit eine Asset-Klasse jetzt für die nächste Stunde auf der Agenda haben, die in sehr intensiven Zeiten lebt, die seit 3 Jahren viel Transformation erlebt hat und auch gezeigt hat, dass sie extrem anpassungsfähig ist. Die Community der Gebäudeliebhaber, die in der Hospitality-Welt unterwegs sind, sind natürlich auch betroffen von diesen Veränderungen. Und umso mehr ist es auch wichtig, dass wir hier in die Diskussion einsteigen, gemeinsam mit René Schapner, Head of Hotels bei Colliers Deutschland, der mit seinen Gästen diskutieren wird, welchen Einfluss Umnutzungen eben auch auf den Erfolg der Gebäude haben können und welche konkreten Maßnahmen sie ergreifen können, um ihre Portfolien, Assets und egal wo sie im Lebenszyklus an der Hotelimmobilie andocken, erfolgreich zu machen. Wir haben dieses Thema Make It Happen deswegen gewählt, weil jetzt der Zeitpunkt ist, positiven Wandel und Transformation anzustoßen. Und wir wollen deswegen in Chancen und Grenzen eben einsteigen. René, ich freue mich, dass du hier mit mir im Studio bist. Liebes Publikum, denken Sie dran, auch Ihre Fragen sind wieder gefragt. Schicken Sie uns die über das Textfenster unten unter dem Livestream einfach an mich hier im Pad wird das dann erscheinen und ich werde die Fragen dann natürlich in der Q&A-Session an René und seine Gäste weitergeben. Aber jetzt wollen wir ohne Umschweife starten. Ich begrüße dich recht herzlich nochmal und freue mich, dass du jetzt loslegen wirst, lieber René. Vielen Dank, Juliane, und herzlich willkommen zu unserer heutigen Session. Liebe Zuschauer, wir konzentrieren uns heute auf Hotels. Wir erleben spannende Zeiten. Der Markt ist geprägt von Veränderungen, signifikanten Veränderungen. Und die Städte werden in Zukunft anders aussehen. Das haben wir in den letzten Sessions schon gesehen. Und Hotels sind integraler Bestandteil von Städten und sind wichtig für Tourismus. Allerdings haben Hotels in den letzten Jahren ihre heftigste Krise erlebt und stehen zukünftig vor enormen Herausforderungen. Die Branche ist klassisch kostenintensiv, klassisch personalintensiv, dazu auch noch wenig digital und quasi das Beispiel für analoges Leben. Man kommt in einem Hotel an, man muss analog einchecken, man fährt dorthin, um Menschen zu treffen, man konsumiert Dinge vor Ort, die vor Ort produziert wurden. Da ist wenig Digitalität, wenig Innovation in den letzten Jahrzehnten spürbar gewesen und all dies wird sich sicherlich unter anderem auch jetzt durch die Marktveränderungen deutlich beschleunigen. Viele Investoren, Projektentwickler und auch Bestandshalter beschäftigen sich daher mit Umnutzungsmöglichkeiten, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Und für Hotelimmobilien muss man da auch sagen, es geht in die eine als auch in die andere Richtung, sowohl hin zu Hotel als auch weg zu Hotel. Und da stehen nicht nur Assetklassen wie Büro, Wohnen oder Retail zur Disposition, sondern auch alte Bestandsobjekte, die nicht mehr zukunftsfähig sind oder die schwer nachvermietbar werden, sind einfach Targets für Hotelentwicklung in Innenstädten. Und dazu freue ich mich, auch später noch im Detail einzusteigen mit meinen Teilnehmern. Aber insbesondere das Wachstum fokussiert sich gerade auf die B-Städte, weil einfach in den A-Städten eine Dynamik zu sehen ist, die wir vorher weniger hatten und die einfach das Thema Hotelentwicklung ein wenig in den Hintergrund drängt. Die Chancen und Nutzen und Grenzen von Umnutzung möchten wir heute diskutieren. Um Ihnen zu veranschaulichen, was sich so ein bisschen in den letzten 2 Jahren getan hat, habe ich Ihnen mal ein paar Zahlen mitgebracht. Und möchte jetzt einfach mal beispielhaft den Hotelmarkt Berlin Ihnen aufzeigen. Wir haben hier einmal auf der linken Seite eine Grafik der Anzahl Zimmer in der Berliner Innenstadt und die Entwicklung von 2020 jetzt Richtung 2023. Und wir sehen, dass unter anderem beschleunigt durch die Pandemie, aber unter anderem auch beschleunigt durch andere Faktoren, durchaus viele Hotels den Markt verlassen werden. Und wir haben hier auch konkrete Beispiele von großen Hotels, 4-Sterne-Hotels etc., die überraschenderweise den Markt verlassen werden und zu einer Reduzierung der Gesamtkapazitäten im Innenstadtbereich von knapp 10% führen werden. Wenn wir uns dann auf der rechten Seite anschauen, wo das Thema Nachfrage und Angebot in den letzten Jahren in der Performance sich bewegt hat, dann sehen wir, dass wir in einer Zeitschiene von 2012 bis 2019 beim Angebot ungefähr plus 20% zulegen konnten. Wenn wir jetzt 10% wieder abgeben müssen, haben wir quasi die Hälfte der Strecke wieder verloren. Allerdings die Nachfrage ist um knapp 36% gewachsen. Das heißt also, hier sind Kapazitäten überproportional stark belegt worden. Das hat dazu beigetragen, dass der Berliner Hotelmarkt gut performt hat. Und das wird spannend sein, wie sich das in den nächsten Jahren mit dieser Reduzierung der aktuellen Kapazitäten weiter darstellt.
Wenn wir mal Düsseldorf anschauen, haben wir ein anderes Bild. Düsseldorf ist gestartet mit einer enorm hohen Pipeline vor der Pandemie. Diese Pipeline hat sich unter anderem durch die Pandemie erheblich reduziert. Auf der linken Seite sehen wir, dass wir ungefähr vorher bei 22.000 Betten waren. Wir haben knapp 20% verloren. Das sind jetzt noch 18.000 mit dem, was in Bau ist. Und wenn wir uns rechts anschauen, insgesamt die Pipeline, die ist, war mal bei 7.200 Betten bzw. Zimmern. Wir haben ungefähr etwas mehr als die Hälfte davon jetzt schon umgesetzt. Es sind noch ungefähr 25%, die in Bau sind und irgendwo geplant werden. Aber rund 44% haben wir einfach auf der Strecke gelassen. Das ist so gesehen für den Düsseldorfer Hotelmarkt sogar positiv, weil er einfach eine andere Dynamik hat als zum Beispiel Berlin oder München. Aber das sind Dinge, die sicherlich das Thema Entwicklung der Hotelkapazitäten und Hotelpreise in den nächsten Jahren weiter bewegen werden. Und warum Umnutzung? Dazu habe ich Ihnen mal die letzten Zahlen mitgebracht. Der RevPAR, das Produkt aus Auslastung und Hotelpreis, Zimmerdurchschnittspreis, hat in den letzten Jahren, wenn wir auch hier den Zeitstrahl mal vor der Pandemie betrachten, denn die letzten beiden Jahre sind sicherlich nicht repräsentativ, haben wir ein Wachstum von 2012 bis 2019 von ungefähr 5% geschafft. 5% über 7 Jahre ist nicht wirklich viel. Wenn wir uns dazu mal anschauen, wo die Büromieten in den Top-7-Standorten gelandet sind, haben die knapp 36% zugelegt. Unter anderem deswegen wird auch das Thema Umnutzung deutlich befeuert in der Hotellerie und hat zu der einen oder anderen Ausprägung geführt, die wir im Folgenden gerne diskutieren möchten. Und ich möchte Ihnen jetzt gerne meine Gäste vorstellen. Zum einen Dominik Seierling, Director Investments bei Archer Capital. Ich freue mich, dass er dabei ist. In seiner Rolle ist er verantwortlich, die geeigneten Investitionsobjekte zu identifizieren, den Business Case zu entwickeln und dann auch die Akquisition durchzuführen. Und erst gestern war ja der Presse zu entnehmen, dass Archer sich von ihrem Hotel in Berlin getrennt haben. Und ich bin gespannt, mit Dominik hier etwas mehr im Detail drüber sprechen zu können. Herzlich willkommen, lieber Dominik. Schön, dass du dabei bist. Als nächstes begrüße ich Gordon Gorski. Er ist Geschäftsführer der RFR Development GmbH. Und die RFR als klassischer kreativer Immobilieninvestor hat unter anderem das Thema Umnutzung auch sicherlich auf dem Schirm und ist sehr innovativ unterwegs, was Konzepte betrifft etc. Und ich freue mich auf seinen Input, auch insbesondere was so technische Finessen betrifft, Herausforderungen bei der einen oder anderen Umnutzung, Dinge, die er kritisch sieht, wenn das Thema Umnutzung auf den Tisch kommt. Herzlich willkommen, lieber Gordon. Wir freuen uns auch auf deine Einblicke in dem Thema. Und last but not least haben wir Chris Norman Sauer, den Acquisitions Director Germany von Premier Inn. Und Premier Inn zählt nach wie vor zu einer der am schnellsten wachsenden Hotelgruppen in Deutschland. Dazu erstmal Glückwunsch, Chris. Top-Leistung, insbesondere im aktuellen Marktumfeld, hier so eine Performance hinzulegen. Und, aber auch hier ist zu spüren und zu sehen, dass Umnutzungen in den letzten Jahren deutlich zugelegt haben. Und auch Premier Inn hat es geschafft, in einigen Objekten eine Umnutzung durchzuführen, hin zu Hotel, was bemerkenswert ist in der aktuellen Zeit, wo man eher von Hotelsterben berichten würde. Und da freue ich mich auf seinen Input, wie Premier Inn diese Objekte findet, wie man da herangeht und wo konkret er meint, Mehrwerte schaffen zu können. Als erstes möchte ich mit meinen Fragen an Dominik Seierling starten. Dominik, das Grand Hotel Esplanade habt ihr vor einigen Jahren gekauft, mehrere Jahre im Portfolio gehabt. Der Business Case war sicherlich nicht ursprünglich der Business Case, den ihr jetzt hattet. Wie hat sich euer Business Case denn verändert? Und was hat schlussendlich zu der Entscheidung geführt, das Objekt jetzt zu verkaufen? Ja, gut, das sind zwei Fragen. Unser ursprünglicher Business Case war ja eigentlich relativ leicht. 2014 haben wir das Hotel gekauft. Wir haben es dann gebrandet mit Starwood. Unser Ansatz war eigentlich, das ist das zweite Starwood Hotel in Berlin. Die Lücke zum Westin sind knapp 50 Euro. Wir möchten diese Lücke schließen. Wir machen das einerseits mit dem Branding, andererseits mit einer Renovierung. Der erste Schritt war das Branding. Und dann haben wir relativ schnell gemerkt, dass unsere Investment-These, so wie wir das gerne hätten, nicht so funktioniert. Der Berliner Markt ist ein sehr
sensibler Markt, was die Raten angeht, oder vielleicht ist das generell für Deutschland etwas, das man in Betracht ziehen muss. Also sind 15 Euro in der Rate, die mehr zu kriegen, einfach mit Branding nicht zu haben. Also wir haben relativ schnell gemerkt, dass unsere Investment-These so eigentlich nicht funktioniert. Und dann im zweiten Jahr des Eigentums vom Hotel wurde Starwood gekauft von Marriott, und wir waren nicht das zweite Hotel in Berlin, sondern wir waren das 12. Also haben wir dann gesagt, ja gut, eigentlich ist unser Business Model falsch. Der Personalaufwand für ein Full-Service 4-5-Stern-Hotel ist viel zu hoch, und die Investment-These muss eigentlich aufgefrischt werden. Dann der Hintergrund, wie es dann dazu kam, dass wir das Hotel, dass wir Büroflächen in Betracht gezogen haben. Sie versucht so kurz zu fassen wie nur möglich. Vor circa 2 Jahren wurde uns dann nahegelegt, Umnutzung in Büroflächen in Betracht zu ziehen. Das Ganze hat sich dann etwas schwieriger gestaltet, als wir ursprünglich angenommen haben. Die Deckenhöhe für Büroflächen war zu niedrig im Hotel, um wirklich eine gute Miete zu erwirtschaften. Demnach haben wir dann relativ schnell einen Neubau in Betracht gezogen und einen Bauvorbescheid beantragt. Das Feedback, das wir dann bekommen haben, war, dass aus diversen Gründen das abgelehnt werden würde. Also haben wir den Bauvorbescheid zurückgezogen. Bevor wir dann einen neuen Bauvorbescheid eingereicht haben mit einem geänderten Mischobjekt, hat unser Advisor gesagt, dass sich der Markt in Berlin so stark bewegt hat, dass Käufer das Feedback von dem Bauvorbescheid, also nicht mal den Bauvorbescheid selbst, in Betracht ziehen würden und das Gebäude so einpreisen würden, als ob der Bauvorbescheid heute schon existiert. Dann haben wir einen kurzen Prozess durchgeführt, einen sehr guten Preis erzielt. Denn im Grunde war das ein Grundstückspreis für ein Mischobjekt, der höher lag als der Marktwert des Hotels. Und dann haben wir uns entschieden zu verkaufen, und die Transaktion wurde vorgestern unterschrieben. Jetzt seid ihr ja klassisch Hotelinvestor mit einer Affinität zu intensivem Asset Management und auch Restrukturierung etc. Prüft ihr jetzt bei neuen Akquisitionen auch immer so Alternative Uses? Also sagt ihr, okay, wir gucken uns mal an, ob wir das Ding eventuell noch in einer anderen Asset-Klasse besser platzieren können? Haben wir immer schon gemacht, ja. Das ist, ja, wir sind, Archer Hotel Capital ist natürlich nur Hotelinvestor, aber unsere Eigentümer selbst sind ja auch investiert in Büros, in Residential und so weiter und so fort. Das heißt, das ist eigentlich bei jeder Akquise ist das Teil unseres Businessplans, um zu sehen, was da noch möglich ist. Wir haben vor 2 Jahren ein Hotel in Dublin gekauft für knapp 115 Millionen Euro, und wir wissen, als neu gebautes Bürogebäude ist es 300 Millionen wert. Das heißt, das ist immer im Hintergrund, spielt das immer mit, und man weiß, man möchte verschiedene Optionen haben, falls die Investmentthese nicht funktioniert. Das heißt also, ihr seht diese Entwicklung nicht nur in Deutschland, sondern auch europaweit, dass man im Zweifel überlegen muss, ob die aktuelle Nutzungsart wirklich die werthaltigste ist und man nicht irgendwo mit anderen Nutzungsarten deutlichen Mehrwert generieren kann. Ja, also die Nutzungsarten, ich würde mal so sagen, in ganz Europa ist es so, dass die Nutzungsart Hotel nicht immer die wertvollste ist. Die Frage ist immer, wie leicht ist es, die Nutzungsart zu ändern? Und das ist speziell bei der Art von Hotels, in die wir investieren, ist es generell relativ schwer, die Art zu ändern. Aber Hotels sind nicht immer die höchste Nutzungsart. Und speziell in Deutschland, wo die Raten sehr niedrig sind, sind diese Full-Service, 5-Stern-Hotels einfach schwierig, den Wert hochzuhalten. Wie siehst du den deutschen Markt für Hotelakquisitionen aktuell? Sagst du, es kommen Opportunitäten, oder seid ihr weiter kritisch aufgrund der Ratenentwicklung? Ja, wir müssen unseren Ansatz ändern für Deutschland. Als wir das Esplanade gekauft haben, haben wir einen Franchise-Vertrag installiert, der bringt Kosten. Wir haben zusätzlich einen Betreiber installiert, der bringt auch Kosten. Und dann war die Rate nicht die wir uns gewünscht haben. Das Gebäude hat 32.000 Quadratmeter, knapp 400 Zimmer. Das sind 80 Quadratmeter brutto pro Zimmer. Wenn Sie den Kollegen von Premier Inn fragen, ich glaube, bei 80 Quadratmeter kriegt der 3 Zimmer rein. Wir kriegen 1 rein. Das heißt, wir müssen in Deutschland müssen wir
einfach unser Modell ändern. Mittlerweile betreiben wir Hotels selbst, so können wir Kosten sparen. Und zusätzlich denke ich, dass es nicht angebracht ist, in Deutschland immer das Full-Service-Hotel zu wählen als das ideale Objekt. Nun hat in den letzten Jahren das Thema Nachhaltigkeit und ESG deutlich an Fahrt gewonnen. Hotels sind jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, dass sie sehr grün sind, sehr nachhaltig und auch technisch auf dem allerneuesten Stand. Wie geht ihr damit um bei euren Investitionen? Ist das gerade auch, weil ihr ja einige Hotels schon im Bestand habt, da kommen ja jetzt deutliche Kosten auf euch zu? Ja, das stimmt. Das Gute dabei ist, viele unserer Hotels, wir sind ja als Archer, gibt es uns erst seit 3 Jahren und wir haben viele Hotels in unser Portfolio übernommen, die an und für sich renovierungsbedürftig waren und teilweise immer noch sind. Und wenn das der Fall ist, kann man die Kredenzen, die man braucht für den ESG-Bereich, natürlich leichter umsetzen. Wenn man jetzt ein neues Hotel hat, die keine Kredenzen hat, dann ist das oft mal Geld, das vielleicht nicht ganz so gut investiert ist. Aber wenn man sowieso eine Renovierung hat, dann fällt einem das ein bisschen leichter. Und das ist der Ansatz, den wir suchen. Wir haben jetzt eine Person bei uns angestellt, die kümmert sich um nichts anderes als ESG. Und ihr erster Aufgabenbereich ist, mir zu erklären, wie viel CO2, wie eigentlich die Emissionen, wie viele die eigentlich sind in unserem Hotel, weil ganz ehrlich, ich weiß es selbst nicht. Und ich denke mal, dass die meisten Investoren das selber auch nicht wissen, wie viel CO2-Emissionen sie wirklich generieren mit ihren Hotels. Super, danke. Gordon, jetzt seid ihr auch mit einem relativ gemischten Portfolio gesegnet. Unter anderem habt ihr auch Hotels im Portfolio. Wo setzt ihr denn den Fokus bei der aktuellen Marktlage? Seht ihr wirklich Umnutzungsfälle zuhauf auf den Marktschwämmen? Erwartet ihr, dass viele Hotels aus dem Markt verschwinden? Was treibt euch um? Also speziell durch Corona war natürlich schon die Erwartung oder Hoffnung da, dass durch diese schwierige Situation etliche Hotels zum Verkauf stehen, so wie es ja auch immer wieder Fälle jetzt gab, und dass es daraus Umnutzungsmöglichkeiten gibt. Wir hätten uns in der Zeit jetzt nicht primär auf ein Hotel konzentriert, sondern versucht, daraus Büro umzuwidmen. Da hat Dominik aber schon eine der wesentlichen Knackpunkte genannt. Das ist die Raumhöhe, die man immer hat. Hotels leben irgendwo so zwischen 2,50 Meter, 2,70 Meter. Und wenn man daran will, daraus ein Büro zu machen, dann ist man entweder sehr, sehr schnell bei Abriss-Neubau, was aufgrund von Bestandsschutzthemen, aufgrund von Denkmalschutzthemen oder anderen baurechtlichen Herausforderungen nicht immer möglich ist. Und dann ist man natürlich schon in der Zwickmühle, was macht man aus dem Thema. Wir haben einen sehr, sehr starken Fokus auf kreative Ideen, Büros, Hotels in Büros zu transformieren, haben da die Augen offen, sind am Markt unterwegs und glauben, dass sich da auch trotz der Besserung durch Corona, das Thema wird ja hoffentlich sich in den nächsten Wochen und Monaten dann wieder normalisieren, dass sich dort Chancen geben werden. Einfach durch die, das auch, was in deinem Chart vor Anfang drin war, einfach dadurch, dass die Büromärkte in den Top 7 so dynamisch sind und sowohl die Faktoren als auch die Büromieten, die an solchen Standorten, die sowohl für Hotel als auch für Büro funktionieren, eben halt einen deutlich höheren Profit generieren. Das Thema ESG auch bei euch. Jetzt habt ihr einige Objekte, ja, die auch schon ein paar Jahre älter sind, gerade auch im Hotelbereich. Kommen dann auch nochmal neue Gedanken, insbesondere wenn man sich überlegt, dass man die Haustechnik deutlich umkrempeln muss, ob dann wirklich die Asset-Klasse die beste ist oder ob man nicht diesen Zeitpunkt jetzt nutzt, dann auch die Asset-Klasse zu wechseln? Also ich glaube, Hotels, oder wir sind davon überzeugt, dass Hotels immer Bestand haben werden. Du hattest zwar am Anfang gezeigt, wie sozusagen Hotelkapazitäten runtergegangen sind, jetzt auch durch und vor Corona. Aber klar ist, glaube ich, dass wir die guten Business-Hotels in innerstädtischen Lagen, die werden ihren Bestand haben, auch nach der Corona-Zeit. Vielleicht wird es da zu einer Konsolidierung kommen. Vielleicht entwickelt sich daraus auch die Chance, dass durch eine Verknappung der Bettenkapazitäten, Zimmerkapazitäten dann auch wieder RevPAR steigen kann, mehr Umsatz pro Zimmer für die Verbliebenen möglich ist und sich somit, glaube ich, eher die Asset-Klasse für die, die diesen Weg durchhalten, eher eine Chance hat, sich zu stabilisieren. Das Thema ESG werden wir natürlich, sobald wir, ob wir Büro oder andere Themen bei uns refurbischen, haben wir das immer mit auf dem Zettel, weil es einfach für uns ein ganz wesentlicher Punkt ist. Nachhaltigkeit der Objekte
Wir halten sie mit einem sehr langfristigen Fokus und Horizont, aber trotzdem irgendwann ist möglicherweise mal was auf der Verkaufsagenda und dann wird zukünftig in 10, 15 Jahren noch wichtiger sein, im Vergleich zu heute diese ESG-Themen zu bespielen. Von daher ist für uns immer Maßgabe, wenn wir rangehen an Objekte in einem größeren Umfang, dass wir dann auch das Thema ESG mitbespielen. Und da hat Hotel zumindest die Chance von Solar bis hin zu energetischer Sanierung, was die Gebäudehülle betrifft, einen Schritt nach vorne zu gehen, am Ende des Tages so richtig grün im Hinblick auf Fencoils und Klimaanlage ist natürlich ein schwerer Weg. Ja. Siehst du spezielle Standorte, Regionen oder Assetklassen, die besonders für eine Hotel-Conversion oder auch generell Conversions in Frage kommen? Oder oder würdest du differenzieren zwischen einer A-Stadt und einer B-Stadt, was Conversion-Potenzial betrifft? Also immer da, wo der Büromarkt sehr dynamisch ist, wie in Berlin, München, Frankfurt, Hamburg. Immer dort wird natürlich sofort der Impuls sein, zu versuchen, aus einem Standort, der sich für ein Büro eignet, und das wird bei den meisten innerstädtischen Hotelstandorten so sein, dort sozusagen ins Büro reinzugehen. Mit den beschriebenen Herausforderungen, wenn man nur 2,50 Meter Deckenhöhe hat, ist das weder der New Work-konform, so wie heute Büros ausgerichtet werden sollen, noch ist es Arbeitsstättenrichtlinien-konform. Also von daher wird man da sehr schnell an Überlegungen grenzen, die da heißen können, Abriss, Neubau, dann verliert man oftmals ein Geschoss oder eben halt auch ein Refurbishment hin zu Service-Apartments oder Eigentumswohnungen, die natürlich auch im Hochpreissegment in der Regel eine höhere Raumhöhe als 2,50, 2,60 als Nachfrage zur Folge haben. Aber diese Umnutzungskonzepte, die sehe ich in den A-Städten, in den B-Städten, wo die Dynamik im Büromietpreis nicht so hoch ist, mag auch eine Umnutzung rein als Rebranding, als Boutique-Hotel oder kleineres mit einer neuen Idee ein gangbarer Weg sein, sodass man gar nicht die Hotel-Asset-Klasse verlässt, sondern sich nur eine neue Marktpositionierung vornimmt. Prima, danke. Chris, jetzt seid ihr schnell gewachsen, ihr wollt weiter schnell wachsen. Scannt ihr jetzt die Innenstädte nach leerstehenden Büroobjekten oder wie geht ihr vor, um hier das Maximale für euch rauszuholen? Ja, also wir machen das schon seit 4, 5 Jahren natürlich. Das ist jetzt für uns nichts Neues in der Phase, sondern wir haben eigentlich ganz früh angefangen, uns anzugucken, ja, was ist denn da los im Markt? Ja, wie sind die Städte aufgestellt? Wie sind die Büromärkte? Ja, wir haben es ja eben gerade schon gehört. Aber auch, wie sieht es denn im Retail-Bereich aus? Ja, weil die Umnutzung zu einem Büro, ja, mit den Herausforderungen, die eben schon genannt worden sind, die mögen vielleicht in einer Art Stadt wie Berlin mit 45 Euro Spitzenmiete oder München, ja, und ist, glaube ich, deutlich unter 3% mittlerweile Rendite, da mag dann auch ein Abriss, Neubau noch funktionieren. Aber das sind ja wirklich im Grunde genommen 7 Städte in Deutschland. Und wenn man sich anguckt, in wie viele Städte wir jetzt expandieren, also wir haben eine Ziel- oder eine Suchliste von 75 Städten, ja, also fallen da 7 raus, das fällt nicht so sehr ins Gewicht. Ja, natürlich wollen wir auch in den Großstädten wie Berlin, München, Hamburg expandieren, sind da aber ja auch schon ganz gut unterwegs. Und was wir sehr spannend finden und auch schon sozusagen vor Corona war das ja ein Thema durch die Digitalisierung, war das die Umnutzung von Retailflächen. Ja, und da haben wir ja auch schon sozusagen einige Projekte mittlerweile in der Pipeline. Ja, beim Beispiel das World Plaza in Dresden, ja, war mal 6 Etagen World und ist jetzt vielleicht heutzutage nicht mehr angebracht, da ein World draus zu machen. Also haben wir mit DC Values gemeinsam im Grunde genommen dieses Projekt jetzt umgenutzt und das ist jetzt auch bereits im Bau und eröffnet nächstes Jahr dann als Hotel mit 200 Zimmern. Ja, weil, wie wir alle wissen, 6 Etagen von einem Whirl, einem C&A, einem P&C und wie sie heißen, ja, ist einfach schwierig geworden in den Innenstädten aufgrund von der Digitalisierung, Onlinehandel. Und da gibt es ja wirklich einen strukturellen Wandel seit Jahren. Ja, und das finden wir sehr spannend und da sind wir frühzeitig, im Grunde genommen haben wir versucht, was nicht immer einfach ist, muss man wirklich sagen, uns mit den großen Playern, ja, sei es Redefco, ja, sei es P&C, zusammenzusetzen und haben geguckt, was kann man denn für Lösungen erarbeiten.
Ja, auch das, ich sag mal, ist nicht ganz einfach, weil so eine Handelsfläche, ja, auch ein Karstadt oder Galeria Kaufhof, da sind ja meistens sehr, sehr große 50 mal 50 oder 40 mal 40 Meter Blöcke, ja, die im Grunde genommen keine Belichtungsfläche in der Mitte haben. Das heißt, man muss immer mit Lichthöfen arbeiten, ja, und es ist auch sehr aufwendig, ja, aber aus unserer Sicht spannend, auch für die Eigentümer spannend, weil das muss man ja mal sagen, mal abgesehen von der wirklich großen Herausforderung durch die Corona-Krise. Ich meine, ein Mietvertrag im Hotelbereich läuft 20, sogar 25, ja, bis zu 30 Jahre mit Optionen. Wo kriegt man das noch? Ja, also ein Retailer wird Ihnen das sicherlich nicht geben. Und auch im Büromarkt sind ja fünf Jahre, ja, wenn man Glück hat, 10 Jahre Standard. Also da muss man ja auch sagen, hat ein Hotel viele Vorteile. Aber natürlich das, was wir eben schon gehört haben, das Hotel muss an den Markt passen. Ja. Jetzt ein 5-Sterne-Hotel in Berlin ist vielleicht nicht die optimale Wahl, ja, weil die Raten einfach in Berlin da nicht funktionieren. Ja. Aber ich habe auch noch zum Glück kein Motel One gesehen, was umgewandelt worden ist in ein Büro, ja. Weil natürlich ein Budget-Hotel, ja, ein Economy-Hotel deutlich effizienter ist. Wir hatten es ja eben gehört, 80 BGF, ja, 80 Quadratmeter BGF pro Zimmer ist natürlich eine Hausnummer. Ja, wir liegen da irgendwo bei 35, ja, also kriegen wir nicht ganz 3 rein, aber zumindest mal 2. Und wenn ich dann wieder den Rückschluss auf Miete pro BGF, ja, dann bin ich in den A-Städten nicht konkurrenzfähig, das ist ganz klar. Vor allen Dingen, wenn ich dann auch noch den Hebel der Rendite mit reinbreche. Aber in den B-Städten, ja, und da gibt es eine schöne Grafik von Catella, die haben jetzt gerade die machen immer so einmal im Jahr, so eine große Deutschlandkarte mit Spitzenrenditen bei Büros und auch Spitzenmieten. Und da ist die Spitzenmiete in B-Städten schon nur noch bei 16 Euro, ja, und in C-Städten bei 11 oder so. Ja. Und wenn ich das jetzt mal aufs Hotel umlege, also dann sind das Mieten, die man definitiv erreicht und auch überschreitet, ja, und dann sogar zum Teil deutlich, so dass das auch wieder schon interessant sein kann für einen Investor. Und natürlich muss man dazu sagen, und das haben wir ja auch eben schon gehört, ich bekomme ja auch noch eine Etage mehr rein als beim Büro, ja, also habe ich auch insgesamt mehr BGF auf dem Grundstück. Und deswegen sehen wir halt in den B- und C-Städten, da ist die Konkurrenz zu Büro nicht so groß. In den A-Städten, klar, in der super Lage. Ja, RFR hat ja auch das Swiss Hotel dort, was ja umgewandelt wird. Da hat man natürlich keine Chance, da mitzubieten. Ne? Aber wie gesagt, da gibt es neben dem Büro natürlich auch das Thema Retail, was wir sehr spannend finden. Und ja, es geht ja generell auch um die Frage Restrukturierung der Innenstädte. Wenn wir jetzt das Thema Schwierigkeiten im Retail sehen, und wir dann dazu übergehen, zu sagen, prima, ich bekomme eine hohe Büromiete von x Euro. Die Büromiete ist ja unter anderem auch so hoch, weil die Qualität der Mikrolage so gut ist. Das spielt ja alles mit da rein. Wenn ich jetzt den Retail wegnehme und teilweise auch noch die Hotels wegnehme, muss man sich natürlich auch die Frage stellen, warum die Büromiete an so einem Standort entsprechend hoch sein sollte. Ja, also das geht ja alles irgendwo zusammen. Von daher ist es schon sehr interessant, dass, wie du auch sagst, Chris, dass man in B-Städten merkt, dass die Büromiete signifikant geringer ist und die Hotelmiete quasi konkurrenzfähig, aber in A-Städten, in guten Lagen, eben bei weitem nicht konkurrenzfähig ist, was einfach dazu führen wird, dass Hotelprojektentwicklung in A-Städten entweder mit Liebhaberei oder irgendwelchen Zuschüssen oder aus Zwang geschehen müssten, um sie entsprechend umzusetzen, weil sie einfach ansonsten ein 4-Sterne-Hotel, wie ihr gesagt habt, mit 70, 80 Quadratmeter BGF pro Zimmer einfach im Wettbewerb nicht darstellbar ist, weil unsere Zimmerpreise zu gering sind. Ja, da ist natürlich die Frage, nehmen wir jetzt einfach mal an euch drei, wenn wir jetzt 10-15% aus dem Angebot in Berlin rausnehmen, reicht das, um den Zimmerpreis in die Regionen zu treiben, damit man wettbewerbsfähig bleibt im Hinblick auf Büros? Oder wird es dazu führen, dass zum Beispiel in einer City West demnächst deutlich weniger Hotels zur Verfügung stehen und der Gast im Zweifel gar kein Hotel mehr findet? Ja, Gordon. Du, ob das jetzt konkret ausreicht, wenn du 15% runtergehst, dann das zu kompensieren, habe ich ein Bauchgefühl zu, aber keine Zahlen, glaube ich, wird am Ende des Tages noch nicht ausreichen, weil du musst ja auch die Bereitschaft haben, der Gäste dort mehr zahlen zu können, gerade im 4-5-Sterne-Bereich.
Was davon profitieren kann, sind dann eher so die gut positionierten Budget-Hotels, Motel One 4 gerade oder auch andere, die dann, als wenn du speziell weil du City West ansprichst, Waldorf Astoria versus Motel One im Hochhaus daneben von der Signa. Von der Lage ist das vergleichbar. Klar, Ausstattung, andere Themen sind komplett unterschiedlich. Aber das ist ein Fünf-Sterne-Hotel neben einem gut geführten Budget-Hotel. Da ist dann möglicherweise auch die Entscheidung, mal eher ins Model One zu gehen, denn ins Fünf-Sterne-Hotel für den einen oder anderen zumindest. Aber ich glaube, die Innenstädte, weil du es ansprachst, da wird es, also die werden nicht sterben. Wir werden trotzdem auch innovative, das braucht eine gewisse Zeit, bis sich dieser ganze Einzelhandel, der Retail, sozusagen an die Digitalisierung noch weiter anpasst. Aber wir werden perspektivisch keine toten Innenstädte sehen, sondern dieses veränderte Nutzungskonzept, diese Aufenthaltsqualität, die ja auch im Zuge von Klimakrisenbewältigung von den allermeisten Städten ja mit auf die Agenda geschrieben wurde, mehr Grün, mehr Aufenthaltsqualität etc. Das wird auch die Standorte in der Innenstadt nachhaltig positiv prägen. Also ich mache mir da weniger Sorgen, dass wir tote Innenstädte bekommen, aber es wird zu einer dynamischen Weiterentwicklung der einzelnen Asset-Themen führen. Ja, wenn wir uns jetzt das Thema Weiterentwicklung von Hotelkonzepten mal anschauen, Dominik, Asset Management, gerade im Bereich Food and Beverage, also Gastronomie in der Hotellerie, hat ja deutlich an Fahrt aufgenommen in den letzten Jahren. Wie sind da eure Erfahrungen? Was kann man da mit einem guten Konzept wirklich an Ertragssteigerungen umsetzen? Oder wie kann man sich das vorstellen, wenn so eine Fläche umgenutzt wird? Ist das wirklich einfach, dass die vorher quasi tot war und dann hinterher zu einem Top-Gastronomie-Hotspot geworden ist? Oder wie schwierig sind solche Themen? Gastronomie im Hotelbereich ist generell etwas, was ziemlich schwierig ist. Wie die meisten Leute wissen, das Geld im Hotelbereich wird mit den Zimmern gemacht. Deswegen funktionieren Konzepte wie das Premier Inn, wie das Motel One so gut, weil sie sich wirklich darauf konzentrieren, dass man den Gästen ein gutes Service bieten kann, wo in einem Bereich, bei dem man auch selber Geld machen kann. Wir haben jetzt den Ansatz gewählt, dass wir uns auf F&B nur konzentrieren in Märkten, wo es eine, wie wir auf Englisch sagen, wo es eine F&B-Scene gibt. Also in London, in Paris, in Madrid. Ich hatte gerade von deinen ehemaligen Kollegen bei einer alten Firma von dir einen Besuch hier in London. Wir waren im Restaurant essen und die haben nur zu ihm gesagt, ach Dominik, diese F&B-Konzepte in Deutschland gibt es einfach nicht. Und sage ich, ja, in Deutschland will keiner 100 Euro für ein Lunch zahlen. Das ist einfach so. Und in London in zentraler Lage gibt es genug Leute, die sich das leisten können. Und demnach, also ich glaube, im deutschen Bereich ist es extrem schwierig, ein F&B-Konzept in einem Hotel so zu vermarkten, dass es langfristig funktioniert. In anderen Städten ist es spezifisch möglich, aber auch nur, in meiner Meinung nach, in Lagen, wo die Leute gern essen gehen, wo es viele andere Restaurants gibt etc. Und leicht ist das Ganze nicht. Man sollte sich im Hotelbereich eigentlich hauptsächlich darauf konzentrieren, dass man mit den Zimmern das erwirtschaften kann, was man möchte. Und der F&B ist ab und zu einfach, ermöglicht das, dass das möglich, dass dann die Raten höher sein können. Aber viel Geld macht man mit dem F&B eigentlich generell nicht. Das spielt ja euch in die Karten, Chris. Limited Service, wenig Gastronomie, quasi ausgerichtet auf was Schnelles oder Getränke. Das ist ja euer Konzept. Das habt ihr auch erfolgreich umgesetzt, selbst wenn ihr Conversions gemacht habt, also Bestandshotels in eure Marke integriert. Das ist also auch die Marschroute, die ihr weiterverfolgen werdet. Ja, also bei uns ist das ganz klar, der Fokus natürlich auch Limited Service, ja, eine gute, gut ausgestattete Bar, aber das war's, ja, und vielleicht mal ein paar Snacks, aber jetzt nichts Hochtrabendes, ja, oder Fine Dining oder so. Das machen wir hier in Deutschland nicht. Das passt sozusagen zu unserem Produkt hier, wie wir es jetzt in Deutschland aufbauen, auch einfach nicht. Aber man muss ja sagen, dass sich auch das in Deutschland bei anderen gut entwickelt. Ja? Also nehmen wir mal das Beispiel 25 Hours. Ja? Allein schon Bikini Berlin, da wurde damals gesagt, bevor sie dort hingekommen sind, ja, da
das wird in Berlin schwierig, ja, dass das 25 Hours dort auch das F&B-Angebot, ja, dass das so gut angenommen wird, weil in Berlin gibt es eine Menge, ja. Und es war ein voller Erfolg, ja. Die Monkey Bar, ich glaube, da muss man immer anstehen, wenn man hin will, ja. Und das Neni läuft auch nur mit Vorbuchung. Jetzt kommt in Hamburg das Hoxton. Ja, Hoxton in London natürlich auch eine tolle Adresse. Ja, also als ich da das erste Mal war, habe ich gedacht, was ist denn hier im Ground Floor los? Ja, also das war ja sowas von voll, ja, und überall Leute und alle haben gegessen, getrunken. Auch ein tolles Konzept. Bin ich gespannt, wie sich das jetzt in Hamburg dann entwickelt. Also, aber es gibt die Konzepte, die F&B können. Ich gebe aber recht, die meisten können es nicht oder kriegen es nicht so umgesetzt, wie sie sich das vorstellen. Ja, und dann ist es doch irgendwie nur so ein halbgarer Ableger des Hotels, ja, wo man dann nur sozusagen Geld verbrennt. Und ich glaube, da muss man dann entweder die Richtung einschlagen, entweder ich mache es komplett von Anfang bis Ende richtig, ja, und da gibt es ein, zwei Marken, vielleicht auch noch ein paar mehr international, die das können, ja, oder ich lasse es halt sein. Und wir haben uns in Deutschland zumindest darauf fokussiert, jetzt einfach die Zimmer zu vermieten und ein reduziertes F&B-Angebot zu machen, obwohl wir in England auch sehr viel Restaurants haben. Ja, also wir haben ja knapp 550 Restaurants in unseren Pubs. Ja, aber ja, da ist es nochmal natürlich auch anders gewachsen als in Deutschland. Wenn ich als Developer so eine Kalkulation mache, jetzt Gordon, und ich habe die Idee einer kreativen Gastronomiefläche, würde ich dann eher dazu tendieren, die separat zu vermieten, also mir klassisch wieder einen Hotelbetreiber zu suchen, der im Zweifel Rooms Only macht und dann ab dem ersten OG aufwärts und das EG von irgendeinem Gastronomiespezialisten, oder wäre da sogar kalkulatorisch eine Sicherheit, wenn man sagt, okay, man macht es auch mit dem Hotelbetreiber? Also die kalkulatorische Sicherheit ist natürlich größer, wenn du alles allein vermietest, klar. Rein um das Konzept aber nochmal stärker auszudifferenzieren und da tatsächlich ein Restaurant, was langfristig erfolgreich sein kann, zu etablieren, macht es durchaus Sinn, es als separates Brand, separate Vermietung vom restlichen Hotelbetrieb zu lösen, weil dann auch die Identifikation der Stadtbevölkerung dorthin zu gehen, es als separates Restaurant wahrzunehmen und nicht als Teil eines Hotels, was ein bisschen die Hürde mal ist für die Hotelgäste da, sondern das separat zu positionieren, kann durchaus Sinn machen, wenn der Standort für eine gehobene Gastronomie gut genug ist. Das heißt also, wenn wir uns die Innenstädte anschauen, auch wenn wir jetzt viel Umbruch merken und das eine oder andere Hotel den Markt verlassen wird, es gibt eine Rechtfertigung für Hotels in diesen Lagen. Man muss halt schauen, dass man das richtige Konzept findet. Es ist sicherlich schwierig, was die Rate betrifft, aber Hotels spielen ja auch einen Beitrag in einer mit einer Aufenthaltsqualität, mit einer Quartiersqualität, mit einer gegenseitigen Befruchtung. Chris, wie seht ihr das, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine leerstehende Retail-Immobilie umnutzt und dann dort ein Hotel etabliert? Wie reagiert so ein bisschen die Nachbarschaft darauf? Ja, also ich sag mal, vor Corona war es ja in vielen Städten und Gemeinden dann schon so ein bisschen so, das nächste Hotel, ja, schon wieder ein Hotel, muss das denn sein? Ja, und da musste man dann vielleicht doch mal ein bisschen argumentieren, warum denn auch sozusagen der Hotelmarkt immer weiter gestiegen ist. Und du hast es ja vorhin in deinen Folien gezeigt, ja, und das ist ja eigentlich das Bild von den meisten Städten, ist ja eigentlich, dass die Nachfrage stärker gestiegen ist als die Hotelseite, als das Angebot. Aber mittlerweile ist es, glaube ich, auch so, es wird ja immer mehr Städte haben Angst, dass die Innenstädte sterben. Und ich glaube, da kann man als Hotelbetreiber sehr gut gegen argumentieren. Ja? Weil man kann sagen, Mensch, ja, wir haben jetzt dann zwei Etagen Retail, ja, und darüber Hotel. Und die Hotelgäste bringen natürlich auch, ja, dem Retailer etwas, ja, und der Innenstadt. Ja, wir haben eine Aufenthaltsqualität in der Stadt, wir haben eine Belebung der Stadt und des Quartiers, ja. Und das muss man ja auch sagen, der große Vorteil ist, ein Hotel, da ist immer was los, ja, da ist immer ein Ein- und Ausgehen, ja, da sind immer Menschen. Eine Büroimmobilie ist ja meistens, sage ich mal, 18, 19, 20 Uhr, ja, ist ja dann irgendwann Schluss, ja, und dann steht das dunkel da. Ja, und da ist natürlich ein Hotel
Ja, aber auch andere Nutzungsklassen wie Studentenwohnen, Serviced Apartments, ja, die beleben ja schon die Innenstädte, ja, sie ziehen Leute an, ja, und sie beleben einfach das Quartier. Und ich glaube, das hat mittlerweile auch jeder mitbekommen. Und wenn man das kombiniert, ja, mit intelligenten Büros, mit smarten Retailflächen, ja, ich glaube, dann das Thema Mixed Use ist ja nun auch schon länger, ja, sehr, sehr gehypt, ja, zu Recht. Weil einfach, ich glaube, dadurch entstehen interessante Aufenthaltsqualitäten und tolle Innenstadtkonzepte, wenn ich halt mehrere Nutzungen mische, ja, und nicht halt diese Monostrukturen habe. Und ich glaube, das haben mittlerweile auch natürlich alle Städte verstanden, dass die Innenstädte nicht unbedingt aussterben, nur weil jetzt mal ein C&A oder ein Karstadt weggeht, ja, sondern es gibt ja immer Nachnutzungen, die meistens dann halt einfach deutlich besser an den Standort angepasst sind, als das vielleicht ja, der Karstadt von vor 20 Jahren war. Das heißt also, wenn wir uns Immobilien anschauen in der B-Stadt, jetzt, die von Retail kommen, die haben natürlich auch ganz andere Deckenhöhen. Also die bieten natürlich auch andere Möglichkeiten für Konzepte, andere Kreativitäten, andere Qualitäten. Gordon, B-Städte, wäre das was für euch oder ist das eher nur A-Stadt und Peripherie? Wir konzentrieren uns schon auf die A-Städte. Man weiß vielleicht, uns gehört das Kempinski-Taschenberg-Palais in Dresden. Das ist jetzt eine B-Stadt, aber eben halt das Haus am Platz, wie man so schön nennt. Ansonsten diese Innenstädte, dieses Karstadt gerade ansprichst, auch da muss man sagen, diese Umnutzungsthemen, die gehen eben halt immer einher mit deutlichen Flächenverlusten. Also man Karstadt Licht reinzubringen, so wie Chris es ja vorhin noch angesprochen hat, wirst du so zwischen 20-30% Flächenverluste haben, um so einzuschneiden, dass du für ein Büro oder für eine andere Nutzung, Service-Apartments oder Wohnung, dann genug Licht reinbekommst, links und rechts. Kann aber funktionieren und kann dann eben halt auch ein neuer Impuls sein für B-Standort. Ja, also das ist möglich. Jetzt sehen wir gerade beim Thema Hotel und Service-Apartment natürlich viele Abhängigkeiten, viele Dinge, die gegenseitig quasi sich den Wettbewerb erzeugen. Das ist ein separates Thema, auch sehr spannend. Aber es ist schön zu sehen, dass wir hier beim Thema Umnutzung Hotel generell im Panel eine Einstimmigkeit haben, was das Thema Hotelsterben betrifft. Ich glaube, keiner denkt jetzt, dass der Markt quasi komplett bereinigt wird, sondern es wird das ein oder andere Objekt sicherlich treffen. Aber die B-Städte bieten sehr, sehr viel Potenzial. Und das finde ich gut. Auch im Hinblick auf das Thema Wettbewerb, Service Apartment, ist natürlich zu verzeichnen, dass gerade bei Hotels der Wettbewerb, der vom Service Apartment Segment kommt, und da, Dominik, ist man dann wieder bei euch, 80 Quadratmeter BGF pro Zimmer, da kann ich natürlich eher schon mal ein Service Apartment reinsetzen und im Zweifel dann eine deutlich höhere Miete bekommen, als ich sie vielleicht sogar im Hotelkonzept bekommen könnte. Das ist absolut der Fall. Und spezifisch in dem Fall Esplanade jetzt haben wir natürlich, wir haben es jetzt zu einem Käufer verkauft, der ein Mischobjekt hier gestalten möchte. Und dieses Mischobjekt wird vermehrt aus Büroflächen bestehen. Allerdings sind wir natürlich auch verpflichtet gewesen zu schauen, was würden andere Käufer damit machen wollen. Und einer der Underbidders war ein Service Department Anbieter. Also das war durchaus eine Option, die wir hatten, um an jemanden zu verkaufen, der daraus einen Service Department machen würde. Super, vielen Dank. An dieser Stelle erstmal vielen Dank für euren Input. Ich würde jetzt gerne überleiten zu Juliane im Hinblick auf Zuschauerfragen. Mhm. Danke dir, René. Also auch meiner Seite sehr spannende Runde, die sicherlich extrem am Zahn der Zeit ist. Die Fragen, die uns erreicht haben, sind teilweise auch sehr kontrovers. Ich finde es spannend zu sehen, dass ihr ja jetzt auch sehr intensiv darüber diskutiert habt, wie man eben die Umnutzung ausrichtet, welche bestimmten Assets noch, ich sag mal, auch Relevanz in einem Hotel haben könnten. Und trotzdem kam zum Ende jetzt der Diskussionsrunde nochmal, vielleicht auch aus Unsicherheit getrieben, die Nachfrage. Vergangenes Jahr lag die Hälfte des Transaktionsvolumens im Vier-Sterne-Segment. Welche Formen von Umnutzung sind hier sichtbar, insbesondere vor dem Hintergrund der großen Tagungsflächen etc.? Wird überhaupt umgenutzt oder tragen diese Konzepte weiterhin? Also vielleicht nochmal der Wunsch an euch, ganz konkret zu sagen, was lohnt sich? Und seid ihr vielleicht auch einfach der Meinung, so wie es ist, kann es auch bleiben?
Also vorab, ich glaube nicht, dass es so bleibt, wie es ist. Natürlich sind 4-Sterne-Hotelkonzepte und 5-Sterne mit Meetingflächen die Konzepte, die aktuell in der Marktlage am meisten leiden. Das sehen wir natürlich, weil einfach Meetings und Konferenzen bislang beschränkt wurden oder ganz verboten wurden. Das ist sicherlich ein Thema, was den Markt umtreibt, aber es wird auch zurückkommen. Insbesondere kleinere Meetings und Geschäftstreffen etc. sind auch schon wieder zu einem relativ großen Anteil zurückgekommen. Und man muss auch berücksichtigen, dass relativ viel der Nachfrage in den Hotels ja auch Domestic-Nachfrage ist. Also klassisch national generierte Nachfrage, die jetzt eben nicht unbedingt internationale Reisende erfordert. Also die großen Konferenzen, schwierig, ja. Da wird es sicherlich... Die Frage ist gerechtfertigt, inwieweit diese Konferenzen in der Größenordnung, die wir hatten, gerechtfertigt sind oder ob sich da noch eine Bereinigung ergibt. Aber das wird teilweise kompensiert. Und man muss auch sagen, dass diese Art der Konferenzen sich ändern wird. Wir sehen deutlich mehr Interaktivität, wir sehen deutlich mehr Breakouts. Das heißt, dieses Flächenkonzept ist ein bisschen anspruchsvoller. Kann ich als Veranstalter bestätigen. Dann nochmal an Herrn Goski die Frage. Man hat ja jetzt in den letzten Jahren auch im Büromarkt einiges an Schwierigkeiten erlebt. Ist das dann wirklich der Asset, der, wenn eine Umnutzung in Frage kommt, Bestand hat? Hier schreibt ein Teilnehmer, eine Teilnehmerin hinsichtlich Covid und der Thematik Remote Work. Ist es das nicht vielleicht die Flucht in die falsche Richtung sozusagen? Wie wäre Ihre Einschätzung? Da wir ja über sehr gute innerstädtische Lagen bisher zumindest bei den Top-Hotels in der Umnutzung sprechen, da glaube ich, werden die guten innerstädtischen Lagen auch nach, letztendlich jetzt Corona-Ende, ganz klar die Profiteure sein. Also ich glaube nicht, dass wir die Diskussion, die wir da im Zuge von Corona hatten, dass es dann irgendwie Richtung 2-3 Tage Homeoffice geht. Also ich war schon mal ein Verfechter davon, dass die soziale Komponente bei der Betrachtung halt ein bisschen vernachlässigt wird. Wir wollen uns alle im Büro treffen. Bei Teammeetings, bei Projektarbeit ist es zwingend notwendig. Und wenn es sich auf einen Tag die Woche Homeoffice reduziert oder das sich sozusagen als Normalität einstellen wird, dann glaube ich, ist das ein gangbarer Weg, wird aber nicht dazu führen, dass wir massiv an Fläche verlieren. Die Bürokonzepte werden sich ändern und das muss ein Hotel oder eine Hotelumnutzung auch mit sich bringen, wo wir dann wieder auf die Probleme der Deckenhöhen und Gebäudetiefen stoßen, die oftmals dann nicht zu diesen New Work passen. Aber generell ist es, außer ich sage mal, als Verwaltungsgebäude, die wahrscheinlich in ihrer Art und Weise klassisch Zellenbüros bleiben werden, aber für den Großteil der innerstädtischen Bürolagen wird das auch nach dem Markt von Corona weiter eine Nachfrage geben, was dann möglicherweise an Flächenfreiheit ist, weil die Leute zu Hause sind, wird eben halt kompensiert durch die andere Art, wie man zusammenarbeitet. Also 80% der Leute gleichen gleichzeitig nur noch im Büro, dafür 20% mehr Flächenbedarf, weil es eben halt die Art und Weise, wie wir Meetings abhalten etc. eine andere sein wird, die zu mehr Fläche führt. Also ich sehe, dass das Thema Büro-Nachnutzung oder Büronutzung nach Corona durchaus als starke Assetklasse. Dankeschön für Ihre Einschätzung. Ja, Aldiana hat ja auch einen großen Step gewagt und ist in den Coworking-Bereich reingegangen, quasi vom Strand an den Schreibtisch. Das wäre auch mal ein Topic für eine der nächsten Runden. Ich würde gerne nochmal Herrn Seiling dazu befragen. Leider ist die Frage des Teilnehmers in der Hälfte nicht mehr zu Ende geschrieben worden. Aber ich glaube, zu wissen, worauf es hinaus sollte, man schreibt hier angesichts des Beispiels der Esplanade-Hotels, würden Sie die These unterstützen, dass in Hinsicht Profitabilität die Kombination Franchise, da bricht es dann ab. Ich nehme an, man will fragen, dass es nicht mehr unbedingt sinnvoll ist, Betreiber und Eigentümer zu trennen. So hat man es ja im Pflegebereich auch das ein oder andere Mal gesehen, dass die Wirtschaftlichkeiten dann, wenn das zusammenliegt, noch mal besser darstellbar sind. Ist das auch Ihre Einschätzung? Ja, also wir haben ganz klar daraus gelernt aus dem Fall Esplanade. Wir müssen sagen, also firmenintern ist das Esplanade sehr lange als eines unserer schlechtesten Investments betrachtet worden. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass wir den Betreiber, den Franchiser und den Eigentümer separat betrachtet haben. Und das ist ganz klar etwas, das wir in Zukunft ändern. Ich glaube, Franchise hat durchaus in den richtigen Lagen Zukunft. Und das ist auch etwas, das wir außerhalb von Deutschland sehr stark verfolgen. Aber wie gesagt, wir betreiben selbst, um auch Kosten ersparen zu können in der Zukunft, weil wir denken, wir sind einfach in der Lage, nicht 500.000 Euro für das Management auszugeben, sondern vielleicht nur 50.000, 75.000 an Inkrementen, Kosten,
im Vergleich zu dem Betreiber. Und das sollte uns in Zukunft in anderen Häusern einfach helfen. Ja, das macht mit Sicherheit auch Sinn im Hinblick auf ESG, weil man dann auf seine Metrics, wenn sie denn alle ausgerechnet sind, mehr Zugriff hat. Der Schlenker zu dem Thema kommt gleich. Ich würde gerne nochmal an Seersauer abgeben. Wir haben hier eine Frage bekommen, die lautet, dass überwiegend über 4-Sterne-Hotels gesprochen wurde. Dem ist ja jetzt nicht unbedingt so. Was ist denn mit uns kleineren, schreibt man hier, 45 Zimmer circa, also Low-Segment, wenig Zimmer. Wie wäre Ihre Einschätzung, wie sich es mit diesen Häusern verhält? Ja, also alles, sage ich mal, unter 100 oder auch unter 80 Zimmer ist natürlich von der Wirtschaftlichkeit wirklich ja, sehr schwer darstellbar. Für große Ketten im Allgemeinen natürlich noch schwieriger als für die individuelle Privathotellerie. Ja, ich glaube, bei der Privathotellerie, da kommt es darauf an, dass man seine Nische für sich findet. Ja, und es gibt ja viele tolle Individualhotelkonzepte, die einfach auch sehr hohe Preise durchsetzen können, zum Teil auch höhere Preise als irgendwelche Franchise oder Marken, ja, weil sie einfach das gewisse Etwas haben, was natürlich ein großes Kettenhotel nicht bieten kann und was auch viele, viele Leute nachfragen. Ja, also von daher würde ich jetzt nicht per se sagen, dass das keine Zukunft hat. Aber es wird natürlich durch den Kostendruck auf allen Seiten, ja, die Inflation, Energiekosten, ja, ESG, Reportingpflichten, das macht es natürlich alles extrem schwierig für einen kleinen Betrieb. Ja, und da muss man dann wirklich seine Nische finden. Weil wenn ich, glaube ich, mit 45, 60 Zimmer Hotel, ja, ein einfaches Business Hotel bin, wie jeder andere, ja, oder wie auch jede Marke, oder dann auch noch einen Instandhaltungsstau habe, ja, dann rechtfertigt das natürlich irgendwann nicht mehr ja, den Preis, den ich dafür nehme. Und dann wird es schwer. Aber ich glaube trotzdem nach wie vor, auch Individualhotellerie wird bestehen bleiben. Und es gibt viele tolle Konzepte. Ja, und ich glaube, es kommt dann ganz stark aufs Konzept am Ende drauf an. Mhm. Vielen Dank, René. Wie wäre denn deine Einschätzung zu der Nachfrage? Ich stimme dem Chris dazu. Es kommt wirklich ganz stark aufs Konzept drauf an. Mhm. Natürlich gehört Mut dazu, auch mal innovative Konzepte zu gehen. Aber in der Regel hat man gesehen, dass der Mutige dann seine Nische gefunden hat. Und eine Nische ist oft durchaus profitabler als die Massenware. Und in der Hinsicht muss man sagen, dass auch die Digitalisierung den Trend fördert, Individualhotels im Markt zu platzieren, weil einfach der Gast über die Buchungskanäle, die er zur Verfügung hat, auch diese Hotels heutzutage finden kann, im Vergleich zu vor 15, 20 Jahren, wo diese Art der Buchung einfach deutlich schwieriger war. Mhm. Ja, und wir haben spannende individuelle Konzepte, und ob das Hotel jetzt am Ende des Tages 45, 50 oder 60 Zimmer hat oder 120, wenn das Konzept gut ist, wird es auch angenommen. Danke dir. Ja, also vielleicht auch nochmal Rewind auf die erste Session. Wir hatten ja Herrn Professor Moreno als Impulsgeber zum Thema der 15-Minuten-Start eingebunden. Er hat ganz deutlich darauf verwiesen, dass es eben nicht sein kann, dass bestimmte Flächen prozentual 60% der Zeit, sagen wir mal, nicht genutzt werden, freistehen, dass wir Raum und Raumnutzung in diesem Fall einfach neu und anders denken müssen. Mit Sicherheit kann der Hospitality-Bereich da auch einiges leisten. Aus dem Gespräch heraus kam mir der Eindruck, man kann ja das auch als eine Plattform an sich verstehen, wo man arbeiten, wo man shoppen kann, wo man auch essen kann. Ist Hospitality, das wäre meine Abschlussfrage an dich, lieber René, vielleicht auch einfach der Bereich, wo man als Asset-Plattform an sich alle Bedürfnisse des Lebens unterbringen kann, und muss man sich da vielleicht in der Branche auch einfach ein bisschen neu erfinden und auch nach außen anders kommunizieren? Absolut. Also ich denke, dass die Hotellerie lernen muss, ihre Flächen besser zu vermarkten, effizienter zu nutzen. Wir sind es gewohnt, dass Parkhäuser voll sind etc. Da sind wir es auch nicht gewohnt, Parkplätze zu buchen. Aber man muss einfach berücksichtigen, dass diese Flächen 24 Stunden, 7 Tage die Woche bezahlt werden. Und wenn sie leer stehen, kosten sie trotzdem Geld. Ähnlich ist es mit Wellnessbereichen und so weiter. Man muss halt mehr Richtung Profit Center denken, auch was das Thema Gastronomie betrifft, was das Thema Tagungsräume betrifft. Auch wenn die Tagungsräume leer sind, Tagesnutzung und so weiter forcieren.
Ich glaube, im Zusammenhang mit der Verknappung und der deutlichen Verteuerung von Büroraum bieten sich da auch deutliche Chancen für die Hotels, hier entsprechend Nachfrage zu generieren. Weil auch als Büronutzer muss man sich natürlich die Frage stellen, wenn die Büromiete irgendwann bei 35, 40, 45 Euro ist, wie viel Meetingfläche kann man sich denn leisten und will man überhaupt vorhalten? Oder ist man dann nicht lieber gewillt, für ein Meeting mit mehr als x Personen dann doch wieder auszuweichen auf das Hotel, was im Zweifel schräg gegenüber ist, um dem Hotel auch wiederum eine Möglichkeit zu bieten, hier entsprechend Umsätze sowohl von der Tagungspauschale als auch von der Gastronomie und so weiter zu generieren. Oh, jetzt habe ich gesagt, letzte Frage, eine machen wir noch, die finde ich richtig cool. Wir hatten vorhin von Herrn Sähling schon so die Steilvorlage gekriegt zum Thema ESG. Man stellt sich einen Head ein, eine konkrete Maßnahme, das war ja unser Ansatz. Und jetzt wird hier gefragt, ist denn nicht die Tatsache, dass wir sowieso alle an unsere Gebäude ran müssen im Refurbishment, die perfekte Gelegenheit für Umnutzung? Das gebe ich nochmal an die Runde. Und ja, würde ich jetzt erstmal sagen, jeder, der sich einen ESG-Head einstellt, ist gut beraten. Wie sieht's aus? Ist Refurbishment der Ansatz für Umnutzung? René, an dich und deine Runde? Also ich würde sagen, ja, es bietet auf jeden Fall die Gelegenheit, mal quasi neu zu denken, inwieweit diese Fläche wirklich energetisch nachhaltig bewirtschaftbar ist und mit welchen Kosten das auch verbunden ist. Mhm. Aber ich würde auch gerne bei Gordon starten mit einem kurzen Kommentar und dann einmal durch die Runde gehen. Auch ein ganz klares Ja von meiner Seite. Bietet halt immer, sobald man ans Refurbish ran muss, entweder die Möglichkeit, die Asset-Klasse, die man hat, die dort drin ist, einer neuen Konzeption zuzuführen und aufs nächste Level zu heben, zeitgemäß umzubauen und neu auszurichten oder eben halt auch eine Nutzungsänderung in eine andere Asset-Klasse zu machen. Ich glaube, beide Impulse kann man da gehen und Refurbishment ist da sicherlich ein richtiger Angriffspunkt, weil wir werden zukünftig dieses Thema ESG mit einer viel, viel höheren Dynamik noch begegnen und sehen, als wir es jetzt haben. Dominik? Ja, absolut. Das ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Im Grunde, wenn man eine Renovierung muss, je größer die Renovierung ist, desto besser ist es für ESG. Je weniger man renovieren muss, muss man darauf hoffen, dass man schon die Kredenzen hat. Und das ist leider in vielen Fällen nicht der Fall. Das heißt, wenn man ein 5 Jahre altes Gebäude hat und man hat die Kredenzen nicht, hat man im Normalfall ein Problem. Das heißt, man hat entweder einen Plan oder man hat die Kredenzen. Das sollte der Fall sein. Alles andere ist leider nicht so gut. Der Plan Renovierung ist eigentlich gut. Ja. Chris, bei euch, ESG? Ja, ESG, großes Thema natürlich, auch als börsennotierter Konzern. Sehr, sehr starker Fokus und wir haben ja auch letztes Jahr einen Green Bond aufgelegt mit 550 Millionen Pfund, der nur in sozusagen ESG-Themen investiert werden darf. Und da, ihr habt ja alle schon gesagt, ja, überall, wo bei uns Refurbishment anstehen, ja, auch in England natürlich, wo wir ein deutlich größeres Portfolio haben, lassen wir alle Hotels gleich BREEAM zertifizieren. Ja, in Deutschland haben wir unsere Neubauten alle DGNB zertifiziert. Und die Sachen, die wir jetzt übernommen haben, da fangen wir jetzt auch an, die nachzurüsten. Ja, also sei es mit Smart Metering. Ja, wir betreiben alle Hotels mit 100% Ökostrom und statten alle Hotels, die wir jetzt übernommen haben, sukzessive so aus, dass die auch BREEAM in Use zertifiziert werden können. Ja, also ESG, sehr großes und wichtiges Thema und wir haben da, wie gesagt, einen eigenen Unternehmensbereich, der Force for Good heißt und haben da jetzt diese 550 Millionen Euro zur Verfügung, um im Grunde genommen die Portfolien da auf den neuesten Stand zu bringen. Wahnsinn. Force for Good ist immer gut. Da freuen wir uns drüber. Im Hotel hat man halt neben den Gebäuden einfach diese riesige Chance, auch in den Konsumgütern so viel zu machen. Eine ganz tolle Runde war das. Lieber René, gib uns doch nochmal dein Fazit und Wrap-up der Stunde. Liebe Zuschauer, die Diskussionsrunde hat gezeigt, dass der Hotelmarkt einem starken Wandel aktuell ausgesetzt ist. Nicht nur im Hinblick auf Umnutzung, verschwindende Hotelprojekte, aber insbesondere das Thema ESG führt natürlich auch dazu, dass sämtliche Objekte nochmals hinterfragt werden. Und es war schön zu sehen, dass die Runde einstimmig für das Thema ESG ist und auch hier einen signifikanten Schub sieht in den nächsten Jahren. Und gleichzeitig muss man einfach sagen, dass das Thema Umnutzung Hotel auch in zwei Richtungen gedacht werden kann.
Denn sowohl Umnutzung von Hotels zu anderen Nutzungsarten, aber auch Umnutzung von schlecht laufenden Nutzungsarten, wenig zukunftsperspektivischen Nutzungsarten, wie teilweise Retail-Lagen, manchen Bürolagen, bringen auch neue Impulse für den Hotelmarkt, bringen teilweise auch die Chance für ganz neue, kreative und auch attraktive Konzepte. Und es wird spannend zu sehen, wie sich der Markt in den nächsten Jahren weiterentwickelt. Aber es bleibt dabei, die Hotellerie ist ein integraler Bestandteil des Marktes. Wir werden auch in den Innenstädten weiter vertreten sein. Und teilweise führt die aktuelle Krise im Zweifel einfach auch dazu, dass die Produkte für die Zukunft langfristig gut aufgestellt sind. Danke dir. Das ist ein positives und treffendes Schlusswort. Wir haben gemerkt, Transformation, die natürlich immer mit Risiken einhergeht, bringt auch unheimlich viele Opportunitäten. Gut so. Auch gut, dass ESG unsere Abschlussrunde war. Wir bedanken uns auch von meiner Seite nochmal herzlich an bei den Panelisten und bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für das intensive Nachfragen. Hier im Studio geht es um 11.30 Uhr weiter, ganz dezidiert zum Thema ESG-Initiativen, als hätten wir es so geplant. Gemeinsam mit Christian Kadel darf ich dann spannende Experten begrüßen, die helfen und Ideen geben, wie man den Wald vor lauter Bäumen nicht dann doch nicht sieht und was so der aktuelle Status quo bei den Initiativen ist. Sie können sich gerne noch anmelden unter www.digitaler-frühling.de. Bis dahin, wir freuen uns auf Sie.